Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ja, es geht mal wieder weiter mit dem Manitou, beziehungsweise es ging im Hintergrund natürlich fleißig weiter. Und ich wollte euch jetzt einfach mal so eine aktuelle Wasserstandsmeldung geben. Was ist denn momentan Sache mit dem Manitou, mit den Bausätzen? Was kann er noch nicht? Und ja, so steht der Kleine jetzt momentan da. Ich zeige ihn einmal ganz kurz einmal rundherum. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen Farbe hingekommen, ein bisschen Deko sozusagen. Genau. Die Achsen vorne, hinten sind ausgetauscht, sind nicht mehr die Prototyp-Achsen, die ursprünglich eingebaut waren beim ersten Fahrtest, sondern das sind jetzt die aktuell endgültigen, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass noch was geändert werden muss, denn ich bin absolut zufrieden damit. Die sind jetzt eben auch schon lackiert, das heißt, hier ist ein Satz neuer Achsen reingekommen, neuer Achsschenkel, die ganze Anlenkungsgeschichte unten ist neu und auch jetzt die endgültigen Radadapter. Ich habe hier im Endeffekt auch die Schrauben lackiert, damit die nicht mehr so auffallen. Dann haben wir ja das letzte Mal den neuen Zylinder eingebaut. Den habe ich auch lackiert in Silber. Schaut ein bisschen mehr nach Zylinder aus als in dem Messing. Messing ist auch schön, aber die Zylinder sind ja normalerweise dann aus, korrigiert mich, Edelstahl. Deswegen, und so schaut das einfach ein bisschen besser aus. Den Motor hier oben, da habe ich nochmal eine Aufnahme gefräst, habe das jetzt festgemacht und den Motor und die Endabschalter alle soweit fertig verkabelt, das ganze Zeug hier reingelegt. Hier oben habe ich einfach nur einen Schrumpfschlauch drüber gezogen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den auch rot mache. Ich fand es jetzt aber vom Kontrast her in Schwarz besser. Weiß es noch nicht. In Rot, Rot in Rot, ich weiß es nicht. So, die Endabschalter habe ich auch ein bisschen beilackiert. Nicht extrem drüber, sondern einfach nur, dass sie nicht mehr komplett hinausstrahlen. Man kann natürlich jederzeit dann die Dinge auch komplett lackieren oder in einer anderen Farbe machen. Aber so fallen sie einfach nicht mehr so auf in dem Modell. Wie gesagt, die Achsen, die sind jetzt fertig drin. Und die Kippermechanik, die Schaufelmechanik ist vorne drin. Wir haben die Radkästen drauf. Das passt soweit alles. Und was ich euch gleich noch zeigen wollte, die Hubmechanik ist jetzt final drin. Ich habe da noch ein bisschen dran rumgebastelt. Was genial ist, so wie ich das letzte Mal schon eingebaut habe, da hat sich nichts dran geändert. Also es wird nach wie vor außen angelegt, durchgebohrt und dann innen drin festgeschraubt. Ist im Endeffekt das gleiche geworden oder das gleiche Prinzip geblieben. Die hintere Abdeckung kann bleiben, die passt also, die kann man hier noch draufklicksen. Trotz der Mechanik, das wird dadurch nicht gegeneinander gestört. Und ja, das passt soweit alles. Das Pendel hat ein bisschen gelitten, also wir haben nicht mehr ganz so viel Pendelweg. Das sind nur noch, ja, ich sage jetzt mal auf Außen. Machen wir da, kriege ich das irgendwo. Wie messe ich das jetzt am ungeschicktesten? So, bevor die hinten... Also ich kann hier hinten hochheben, bevor das nächste Rad kommt, fast 2 cm, bevor hier das andere Rad in die Luft gehoben wird. Auf der anderen Seite ist es nur knapp einer. Also hier ist ein bisschen eingeschränkt worden durch die Kippermechanik, wobei ich ja hier die Löcher auch nicht mehr verändert habe. Das heißt, wenn ihr das einbaut, kann es sein, dass ihr nach oben hin einfach noch diesen Ticken mehr Luft habt. Zur Achse hin, den ich hier nicht habe, weil ich einfach diese Bohrungen hier verwende, die ich schon im Modell habe. Aber mit 1 bzw. 2 cm Pendelweg außen haben wir überhaupt keinen Schmerz. Da kommen wir auch im Gelände gut zu fahren. Es geht ja eigentlich nur darum, dass wir bei unebenem Boden auch den Bodenkontakt nicht verlieren, bzw. der irgendwie permanent Männchen macht. Das wäre alles Quatsch. Aktuell habe ich jetzt den Arm hälftig rausgefahren. Denn wir wollen mal die Hubmechanik kurz anschauen und testen. Und ich habe immer noch keine Elektrik drin. Das ist ja das, wo es jetzt dann weitergeht. Das heißt, es kommen jetzt hier dann die Lampen hin. Eine Lampe kommt hier vorne rein ins Gehäuse. Es kommt noch eine Rundumleuchte oben aufs Dach. Und dann müssen wir natürlich die ganzen Fahrregler hier unterbringen. Akkufach soweit ausbauen. Das hier an der Seite, das fehlt ja momentan auch noch alles. Und die Bodenplatte fehlt noch. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Genau. Soweit Schaufel passt, Teleskopieren passt, Fahren passt.
Auch hier, bevor die Frage wieder kommt, ich bin dran, dass die Achsen bald in den Shop natürlich reinkommen. Es wird einmal Einzelteile geben und ich habe wieder vor, ein Faulenzer-Set zu machen, wo dann alles drin ist, wo auch dann günstiger ist, wenn man es halt als Set hat. Wird wie bei den anderen Bausätzen auch so laufen. Ja, Anleitungen bin ich gerade momentan am Machen und am Schreiben und am Filmen und am Fotografieren. Das läuft so parallel, deswegen dauert das Ganze auch natürlich ein bisschen immer seine Zeit. Denn ich kann es auch erst machen, wenn ich weiß, das bleibt jetzt final, beziehungsweise es wird relativ final so bleiben und keine großen Änderungen mehr nach sich ziehen. Genau. So, die Hubmechanik ist drin und hier habe ich auch so einen Winkelmotor drin. Nach wie vor müssen wir uns ein bisschen behelfen mit dem Provisorium, das ich seitdem da liegen habe, wo ich es nicht erwarten konnte, eine Probefahrt zu machen. Das heißt, das ist immer noch der Fahrregler vom Fahren, technisch gesehen, der hier dran hängt. Und jetzt zeige ich euch mal ganz grob die Hubmechanik, beziehungsweise was sich da getan hat. Akku brauchen wir noch. Also es ist alles noch ein Provisorium, wie ihr seht. Die Elektrik, die kommt dann da noch rein. Und der Hauptpunkt an der Elektrik hier ist wirklich, kann ich euch nur jedem empfehlen, der das dann nachbaut, haltet die kurz. Ihr müsst viel löten, aber ich werde hier zum Beispiel wahnsinnig viel die Stecker rausschmeißen, die ich sonst in den Modellen einfach habe, weil in so einem LKW oder etwa in dem Dumper, das ist zum Neiwerfen die Elektrik. Da hat man so viel Platz für alles. Hier ist der Platz echt begrenzt, denn ich habe hier auf der Seite nur dieses kleine Stück. Ich habe unten drin jetzt ein bisschen was gewonnen, durch das, dass ich die Scherenmechanik nicht habe. Aber auch hier muss das, was jetzt in dem Arm verbaut ist, das zeige ich euch gleich, muss hier nach unten natürlich nochmal in diesem Zwischenraum Platz haben. Und unter der Kabine, die liegt hier fast plan, da ist so gut wie gar kein Platz. Und trotzdem muss der ganze Krempel ja irgendwo rein. Lange Rede, kurzer Sinn, Hubmechanik. Ich komme von Pontius zu Pilatus hier. Hubmechanik ist auch noch nicht eingerichtet. Wir können technisch gesehen, das ist jetzt so der normale Fixpunkt, den wir haben. Wie gesagt, wir sind hier schon halb raus, aber ihr seht, das ist jetzt schon völlig übertrieben, denn ich bin hier im Endeffekt, um euch das zu demonstrieren, plan oder parallel zu meiner Frontachse. Das heißt, höher würde auch keinen Sinn machen, denn selbst wenn ich jetzt noch mal ein bisschen rausfahre, ich bin eigentlich jetzt hier, ist mein Reifen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das heißt, ich bin jetzt schon mit der Schaufel über dem Fahrzeug selber und nicht mehr davor. Das heißt, was soll ich denn hier machen? Ja, macht vielleicht Sinn, wenn ich eine Palette habe, dann kann ich die da hochheben, aber dann bräuchte ich irgendwas, wo ich unten reinfahren kann, wie ein Regal oder so, wo ich unten die Räder unterbringe. Ja, das ist sozusagen der höchste Punkt, den wir hier anfahren können. Natürlich kann die Mechanik höher fahren. Also ich zeige euch das mal. Wir können hier technisch gesehen bis zum Überschlag weiterfahren, was natürlich keinen Sinn macht. Aber dadurch brauchen wir jetzt auch hier keinen Endanschlag. Denn einmal sehe ich natürlich mein Modell, und das sehe ich ja wirklich tatsächlich, und er stößt nirgendwo an, nach hinten hin. So, ich habe hier wieder das U-Profil eingebaut. Ja, ich stecke es gerade nochmal kurz aus. Zack. So, das U-Profil hier oben eingebaut. Genaue Bilder und so weiter, wie gesagt, kriegt ihr dann zum Set, sind Anleitungen mit dabei, mit Fotos und welche Schraube wohin und so weiter. Hier ist wieder ein U, das hat jetzt den Vorteil, dass es eben, wenn ihr jetzt nicht übertreibt, hier auch einen Anschlag hat. Das heißt, wenn ich jetzt am Hang stehe, fällt mir der Arm jetzt nicht nach hinten. Je nachdem, was ihr natürlich da oben einladet, weiß ich nicht, ob natürlich alles kommt. Das Modell ist an sich nämlich echt leicht. Wir haben zwar viel verbaut an Motoren und dem allem, aber es wiegt eigentlich nichts. Ich werde es mal irgendwann wiegen. Wenn ich fertig bin, wenn alles drin ist. Wobei es kommt nicht mehr viel rein, bis auf die Elektrik. Und ja, also das Schwerste ist im Endeffekt wirklich die Hubmechanik hier. Mal schauen, in welche Richtung. Achso, ich hatte es ja ausgesteckt. Ich zeige es euch gleich noch, bevor ich wieder alles anstecke. Hier drin sitzt der Motor mit der Befestigung. Und hier vorne ist der Endabschalter hingewandert. Den habe ich hier vorne eingebaut. Bin gerade gar nicht sicher, ob ich ein Video habe. Wenn ich ein Video habe, dann seht ihr das im Anschluss natürlich noch alles von den Zwischenarbeiten. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal schon alles an Zwischensequenzen gezeigt hatte. Ich schaue mal nach. Ihr seht auf jeden Fall alles. Alles, was ich gefilmt habe, an Videomaterial habe, spiele ich euch jetzt nach dem Blog hier auf jeden Fall nochmal ein. Dann seht ihr, wie ich bestimmte Sachen mache.
Und dann könnt ihr das in langsam oder Slow-Mo oder wie auch immer oder stoppen, Screenshot machen. Was weiß ich. Ja. Also hier vorne ist der Endabschalter und das, der ist auch ganz wichtig, denn der Kippermotor, der hat richtig Dampf. Und das zeige ich euch jetzt dann auch gleich noch. Von dem her, da brauchen wir auf jeden Fall nach unten einen Endabschalter, weil wenn der nach unten keine Begrenzung kriegt, haben wir ein Problem. Ja. Und wir sehen natürlich, wenn er oben ist, aber wenn er unten ist, hier auf das Blech, das kann natürlich dann tatsächlich mal verschwindend gering werden auf der Baustelle. Deswegen, ja, brauchen wir da einfach die Abschaltung. Das entspannt einfach alles. So, ich fahre es jetzt mal ein Stück runter und möchte euch jetzt die Schaufel noch mal zeigen. Ich stecke hier gerade mal um zur Schaufelmechanik. Schipp. Jawohl. Also, das ist jetzt die Schaufelmechanik mit dem neuen Zylinder. Das sind die Originalfahrwege, die Bruder hier auch vorgibt. Ich könnte hier oben noch einen Millimeter rausholen über den Endschalter, wenn ich noch ein Stück sozusagen dieses Langloch noch mal ein bisschen ausfranze und noch ein Stück tiefer gehe. Aber ansonsten ist das so die Hauptbewegung. Wie gesagt, ein bisschen weiter raus kann ich, also sprich zumachen, das geht. Und jetzt bin ich aber hier schon wirklich ganz auf Anschlag. Das heißt, man hört auch schon, wie er im Endeffekt einmal kurz in den Motor reinfährt. Das Ganze ist ja jetzt kugelgelagert hier oben. Und von dem her, und wie gesagt, Endschalter ist auch drin. Aber da habe ich jetzt relativ wenige Probleme. Ich finde auch von der Geschwindigkeit her passt es einmal frei. So viel mal dazu. Und jetzt fahren wir das Ganze einmal runter. Wenn wir mal bloß gucken, welcher Stecker welcher ist, kommen eindeutig zu viele Kabel raus. So, das sollte so passen. Und jetzt habe ich hier den Hubmechanismus. Und jetzt schaltet er ab. Also er kann sich hier leicht hochdrücken, dann schaltet er aber ab. Er hat also auch die Kraft, sich selber hier vorne rauszuheben. Aber wie gesagt, er wiegt hier auch nichts. Wir sind hier jetzt einen halben Zentimeter vom Bodenniveau her entfernt. Ich kann jetzt die Schaufel noch ein bisschen anstellen, dann drückt er sie natürlich noch weiter hoch. Ja, aber jetzt ist im Endeffekt der Endabschalter ausgelöst. Und da komme ich also bis unten aufs Modell, sprich auf die Originalhöhe, die Bruder hier auch vorher schon hatte. Ja, vorher ging er auch nicht weiter runter, ist also im Endeffekt genau nachgebildet. So, wir fahren ihn jetzt mal runter und dann wollte ich, beziehungsweise ich teste das ja schon irgendwo, deswegen habe ich auch die Hubmechanik noch mal ein bisschen umbauen müssen, denn ich habe es übertrieben. Und zwar habe ich keine Schaufel dran gehabt und habe hier einfach vorne an den Arm mal kräftig, deftig Gewicht hingehängt. Hoi. Der war noch irgendwo in einem toten Punkt von der Madenschraube, schätze ich mal, hier hinten, wo er festgeschraubt ist. Ja. Okay, also jetzt ist er auf jeden Fall fest. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe 3 Kilo hier vorne hingehangen, habe das hochgezogen. Der Motor macht das. Das ist das Problem. Das Problem ist, das Plastik macht es nicht. Ja, also wie gesagt, am Motor liegt es nicht. Vorher streikt hier der Arm, beziehungsweise das Plastik. Das heißt, hier verwindet sich das alles. Springt dann hinten aus der Führung. Hier oben knackst es ganz furchtbar, dass man denkt, jetzt reißen wir den Arm wirklich raus. Und 3 Kilo sind natürlich auch meine Hausnummer für diese Schaufelgröße. Das hier ist 1 Liter. Sprich, 1 Kilo Wasser. Und ihr seht, von der Größe, vom größten Verhältnis her, geht hier kein Liter rein. Ja? So, also selbst wenn ich jetzt was Schwereres laden sollte, werde ich hier wahrscheinlich nicht großartig 1 Kilo überhaupt unterbringen. Ja? Wann habe ich dieses Problem? Das habe ich natürlich, wenn ich die Palettengabel hinhänge und meine damit irgendwie die D11 bewegen zu müssen. Ja? Man muss sich immer überlegen, es ist ein Modell, nach wie vor, und im echten Leben, was hebt der da? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal getestet und ich habe 1 Kilo Blei, der Einfachheit halber, weil da weiß ich, das ist 1 Kilo, weil das habe ich selber gegossen. Und
Das legen wir jetzt mal hier rein. Und jetzt seht ihr gleich das Hauptproblem momentan. Er ist so leicht, dass es ihn hinten hochhebt. Hier hinten, ich brauche ganz wenig Druck. Das ist nicht viel. Durch die Geometrie, die der Teleskoplader an sich mitbringt, hat er ein tolles Hebelverhalten. Das heißt, jetzt drückt er sich vorne runter. Aber der Drehpunkt ist ja ganz hinten am Modell. Das heißt, hier, wenn ich einfach ein kleines Gewicht hinten hinhängen würde, wäre das überhaupt kein Thema. Ich bin am Überlegen, entweder die Reifen vielleicht noch auszubleien, so wie ich es bei meinem Radlader gemacht habe, oder die Bodenplatte auszubleiben. Muss ich beides nochmal gucken. Ein bisschen mehr Gewicht würde ihm natürlich gut stehen, aber ich muss sagen, ein Kilo hier vorne drin ist auch eine Hausnummer. Ich kann euch sagen, die Schere, die ich damals gebaut habe, die war auch echt gut und die hat ungefähr 700 Gramm gedrückt. Maximal. Hier, wie gesagt, ich habe es mit 3 Kilo getestet, da reißt der aber eher das Plastik auseinander und es ist natürlich völlig utopisch. Also wenn ich mir überlege, zu dieser Schaufel haue ich jetzt 3 solche Wasserflaschen drauf. Macht keinen Sinn, Leute. Wie gesagt, momentan ist es einfach zu leicht. Aber wenn ich ihn jetzt hinten runterdrücke, wie viel muss ich nach oben? Also 1 Kilo ist halt so. Also wie gesagt, den Motor, der ist der Hammer, der drückt es auch, der drückt auch mehr. Wie gesagt, der reißt vorher wirklich das ganze Modell auseinander, bevor der hier zum Stehen kommt. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, was wir hier auch für einen Hebel haben. Wir drücken hier 1 Kilo. Oh, ihr seht es, er wird instabil. Fahrt nicht mit 1 Kilo so über die Baustelle. Ihr werdet irgendwelche teuren anderen Modelle kaputt machen. So, wir haben hier einen ganz schönen Hebel. Wenn ich es jetzt loslasse, mal kurz absetzen. Wir haben vom Drehpunkt bis an die Spitze hier, oder ich mache mal Mitte, oder? Mitte von dem Kilo sind 40 cm. Wir haben einen 40 cm langen Arm, wo er das hier hochdrückt. Und das ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt den Arm noch reinfahre und das hier um diese 5 cm oder was sind es? 6 cm sogar, ich bin sogar ein bisschen über die Hälfte rausgefahren. Das heißt, wenn ich jetzt diese 6 cm hier noch reinfahre, dann spielt es sich natürlich noch mehr. Ja? Wenn ich jetzt noch rausfahre, er wird es auch packen. Die Frage ist, wenn ich den hier rausfahre, wird natürlich der Arm hier hohl, weil ja das alles draußen ist, wird auch instabiler. Und er schwankt natürlich. Hier wieder das Thema mit dem Pendel. Wenn ich jetzt natürlich auch hinten irgendwie 5 cm Pendel habe, brauche ich hier auch gar nicht anfangen. Also das ist nice, wenn ich das kann, wird mir aber auf der Baustelle nicht helfen, wenn ich hier vorne einen Haufen Gewicht drin habe. Ja, weil dann pendelt der hinten einmal ein und dann ist er weg. Ja, hier ein bisschen starr ist er und er hat in Anführungszeichen wenig Pendelweg mit dem Zentimeter, aber der reicht schon aus, um dass er kippen würde. Das wollen wir ja nicht. Also probieren wir es nochmal. Ich halte ihn nochmal hinten fest. Jetzt ist er ganz unten und wie gesagt, also er stemmt es auch von unten weg. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn der Arm dann auch noch drinnen ist, er ist auch schön langsam und feinfühlig. Ihr seht das, das war jetzt Maximalgeschwindigkeit, die ich hier gefahren bin. Runter geht es natürlich schneller, Eigengewicht. Aber das ist jetzt die normale Geschwindigkeit, wenn ich es jetzt leer mache oder sage, ich habe jetzt normal beladen. Dann haben wir hier auch echt eine angenehme Geschwindigkeit für das Ganze. So ist der aktuelle Stand. Genau. Ich werde jetzt mich dann an die ganze Elektronik machen. Inwieweit das filme, weiß ich noch nicht. Überlasse ich mir, beziehungsweise ist dann situationsabhängig, was ich hier mache, wann ich es mache und ob ich das filme. Ich weiß auch nicht, ob das für euch immer so interessant ist, wenn ihr mir irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde lang beim Löten zuschaut. Oder ob ihr sagt, nee, du, der Rest ist reicht, wenn wir sehen, wie es dann am Ende drin ist. Die Teile habe ich ja, glaube ich, sogar schon mal vorgestellt. Es sind die ganz normalen Modellbauregler, die E-Fahrregler, die Easy 16, 12, 6er, RW oder so heißen sie. Ich erwähne es so oft und vergesse es doch immer wieder. Genau, die kommen hier alle rein. Wie gesagt, ich halte die Kabel so kurz wie irgendwie möglich, denn ich habe wenig Platz. Das heißt, ich werde auch keine Stecker machen, sondern so gut wie alles mit Lötverbindungen direkt anlöten und einbauen. Dann spare ich mir einfach diese ganzen Stecker, denn ich habe einen Haufen Funktionen von vorne bis hinten und wenn ich die jetzt alle steckbar mache, dann habe ich im Endeffekt wirklich so einen ganzen Klotz nur von diesen Steckverbindern. Und ich sage jetzt mal, das ist auch kein Anfängermodell.
Also ihr kennt meine Bausätze. Der MAN ist sozusagen wirklich ein guter Start. Die sind einfach umzubauen. Die Bausätze sind echt popeleinfach. Wir haben eine ganze Videoreihe dazu. Man braucht nicht spezielles Wissen oder sonst irgendwo was. Das geht echt gut. Ja, der Dumper ist auch wahnsinnig einfach und gut zu machen. Der Manitou ist eher schon, ich sage jetzt mal, fortgeschritten Modell. Denn man muss hier ein bisschen mehr beachten. Man muss hier auch Gewinde schneiden. Ihr braucht einen Gewindeschneider M2 übrigens dann dafür. Werkzeug liefere ich keins mehr. Deswegen, da muss man einfach schauen, dass man das Zeug auch hat, dass man da auch klarkommt. Man muss mal was halten und schrauben. Gleichzeitig ist es nicht mehr Plug and Play, wie es bei den anderen Sachen ist. Und deswegen, es ist ein bisschen aufwendiger, das Modell. Und man muss eben damit auch klarkommen. Und ich glaube, dass die Person, beziehungsweise der Modellbauer oder die Modellbauerin, die das Ganze dann mal baut, auch in der Lage ist, dann einfach eine Lötverbindung aufzulöten, wenn was ist, und danach wieder hinzulöten. Ja, wie gesagt, bei den Bausätzen, ich bin schon da mit dabei, die Anleitungen gibt es, und da sind dann auch natürlich ganz klar alles beschriftet, gerade was die Endabschalter angeht, was kommt an den Motor, was kommt an den Regler, was kommt, also wie rum wird es eingebaut, kommt der oben hin, kommt der unten hin und so weiter. Also das, wie immer, da ist auf jeden Fall Verlass drauf. Vielleicht gibt es noch ein, zwei, drei Exklusivvideos, die mit den Bausätzen dazu kommen. Mal schauen. Wie gesagt, da bin ich gerade am Stricken parallel, aber bei dem Schätzchen hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter, nachdem jetzt eigentlich soweit die Mechanik komplett ist, und zwar genauso, wie ich sie wollte. Schnell, zuverlässig, relativ simpel, also wirklich simpel, denn die Scherenmechanik hat mir super gut gefallen. Keine Frage, war toll, aber das ist einfach. Das hier ist so einfach, dass ich sage, umso einfacher es ist, umso weniger kann halt auch kaputt gehen. Das heißt, hier klemmt nichts, ich habe keine Spindeln, ich habe keine Anschläge irgendwo, wo ich aufpassen muss, wo der dagegen rattert oder ähnliches. Das entfällt hier alles, weil es so einfach ist. Ja? Und trotzdem habe ich hier mehr Kraft als mit dem anderen System. Finde ich super. Zwar ein bisschen schade, weil ich hätte gerne das Scherenmechanismus auch irgendwo da weiter gebaut. Aber ich muss sagen, warum? Wenn es so geil funktioniert. Ich bin richtig happy. Und ja, so kann es jetzt auf jeden Fall weitergehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal, und wenn ihr auf die Glocke unten drückt, dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video online geht. Es sind noch ein paar Projekte, die parallel anstehen, neben dem. Auch die, hoffe ich, interessieren euch. Hoffentlich gefallen euch die Videos weiterhin. Freue mich daher über jeden Daumen nach oben, wenn ihr das auch so feiert. Also dann, bis zum nächsten Mal.